What's going on, guys, and thanks for watching Strikers. Ich bin gerade hier am Roten Platz in Moskau mit dem deutschen Trikot natürlich. Deutschland ist da, Freunde. Und heute ist natürlich das Spiel Deutschland gegen Mexiko. Schreibt mal in die Kommentare, wer wird dieses Spiel gewinnen. Bevor wir aber anfangen, denn ich habe eine richtig coole Challenge für euch, wollte ich euch noch kurz die OneFootball-App zeigen. Freunde, bevor es weitergeht, wollte ich ein großes Dankeschön und Shoutout an OneFootball senden. Richtig coole Aktion, denn die haben mir diese Kiste hier nach Hause geschickt, ohne dass ich irgendwas davon wusste. Auf einmal war sie da. Mit einem handgeschriebenen Brief. Richtig coole Aktion. Ich habe schon lange nichts Handgeschriebenes mehr bekommen. Einen Deutschlandschal für die WM. Denn die wissen, dass dem Boy ganz schön schnell kalt ist. Und das Ding wird mich auf jeden Fall warm halten. Und das Beste kommt jetzt. Einen originalen WM-Ball mit, ich habe sogar gefragt, heißt das hier Wi-Fi auf dem Ball? Bruh. Nein, das sind wahrscheinlich hier die Torlinientechnik. Ich freue mich sehr über alle Geschenke. Wenn wir schon bei OneFootball sind, wollte ich euch ganz kurz die App zeigen, denn ich feiere die App richtig. Und die App ist das, was mich up-to-date hält. Denn wenn wir hier in die App reingehen, seht ihr, man hat die Option unter den Following, das heißt Favoriten, habe ich meine Teams reingeschrieben. Borussia Dortmund, Brasilien und Deutschland. Da Deutschland heute gegen Mexiko spielt, wollen wir einfach mal die deutsche Mannschaft abchecken. Und wenn wir hier auf den Kader gehen, sehen wir die einzelnen Spieler. Einen, den ich zum Beispiel sehr feiere, ist Joshua Kimmich. Hat eine super Saison gespielt. Hier steht dann drauf, seine Teams, sein Alter, seine Herkunft, Größe, Gewicht. Und wenn du hier zum Beispiel auf die Saison gehst, siehst du, wie er in der Champions League zum Beispiel gespielt hat. Ein begangenes Foul, 92% Passgenauigkeit, Leute. Zieht euch das mal rein. Also seine Passquote ist fast 100. Das ist so krank. OneFootball hat da was zusammengestellt, Freunde. Und das ist richtig krass. Ich kann euch einfach nur empfehlen, OneFootball abzuchecken. Erster Link in der Beschreibung. Ladet euch die App runter und schaut es euch selber an. Ich feiere die App über alles. So, und jetzt geht's wieder zurück nach Russland. Let's go! Alles klar, Freunde, ich habe den ersten Mexikaner gefunden. ¿Cómo te llamas, hermano? Adrián. Adrián, Lauro, mucho gusto. Lauro. Entonces, el desafío es, quien hace más puntos, gane 100 rubles. Also, wer öfters hochhält, bekommt die 100 Rubel. Du empiezas, okay? Empiezo. Sí. Round 1, fight! 1, 2, 3, 4. Also, er hat viermal den Ball hochgehalten. Wenn ich es schaffe, den Ball fünfmal hochzuhalten, darf ich meine 100 Rubel behalten? Okay. Adrian, muchas gracias, hermano. 1-0 para Alemania, 1-0 für Deutschland. Danke, vielen danke, Dank, Bruder. Danke. Freunde, der zweite Teil. Jetzt geht es um die zweite Runde gegen Antonio Ruiz. Antonio Ruiz, you're gonna start, du empiezas, okay? Du fängst an. Round 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Er hat den Ball gerade 16 Mal hochgehalten. Ich muss also 17 Mal oder diese 100 Rubel gehen. Hey. Okay, amigo, para ti. 1-1 zu Mexiko, 1-1 unentschieden. Muy bien, gracias, hermano. Alles klar, Leute, ich habe hier ein russisches Mädchen gefunden und sie will auch gerne gegen mich hochhalten. Also, you go first. Sie blamiert mich sowas von sehr. So, how many times did someone count? Anybody? Like, let's say 100 times, right? 8. Okay. Da sie mich geschlagen hat, 100 Rubel for you. You're very welcome. Check out. Alles klar, Leute, ich habe meinen dritten Gegner gefunden. ¿Cómo te llamas? Paco. Paco, Lauro, mucho gusto. Entonces, mucho gusto. ¿Tú sabes qué tenía que hacer? 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7, 7. Paco hat den Ball 7 Mal hochgehalten. Wenn ich es einmal mehr hochhalte, behalte ich mein Geld. Okay. Alright, dieses Mal behalte ich mein Geld.
Alles klar, Leute, ich habe meinen vierten Gegner gefunden. Komm, Tiamas. Rolfo. Rolfo? Rolfo. Okay, mucho gusto, Rolfo. Tú sabes qué tienes que hacer, ¿sí? Sí. Bueno, empezamos. Rolf hat den Ball 11-mal hochgehalten. Wenn ich 12-mal schaffe, dann darf ich mein Geld behalten. Sein Bruder hinter der Kamera hat mich abgelenkt und deswegen habe ich diese Wette verloren. Sehen Ruhe, Parati. Mexico. 2-2 jetzt. Rolf hat mich abgezogen. Alles klar, Leute, ich habe meinen nächsten Gegner hier gefunden. Como te llamas, hermano? Eduardo. Eduardo, Lauro, mucho gusto. Du sabes que tiene que hacer, sí? Ja. Okay, bueno. 4. Ah! Sie hat den Ball gerade 19 Mal hochgehalten. 20 Mal muss ich ihn hochhalten. Mal gucken, ob ich das hinbekomme, Freunde. Drei Stunden später. Stillen, stillen. Sie hat 19 Mal den Ball hochgehalten, nicht wahrscheinlich nur 16 Mal. Vielleicht betrügen mich die Mexikaner. 100 Rubel para ti, mi amigo. Ahora está 3-2 para México. Mucho gracias. Leute, ich habe noch 100 Rubel übrig. Die Mexikaner führen 3-2. Lass uns sehen, ob ich dieses Spiel noch ausgleichen kann oder ob ich jetzt noch weiter untergehe. Alles klar, Leute, die letzte Herausforderung. Como te llamas, hermano? Enrique. Enrique, Lauro, mucho gusto. Tú sabes que tienes que hacer, sí? Sí. Okay, er fängt jetzt an. 1, 2, 3, 4, 7. Alles klar, Freunde, das wird jetzt sehr wichtig sein. Wenn ich jetzt 8-mal den Ball hochhalte, gleicht Deutschland aus, 3-3. Und falls es nicht schaffe, dann gewinnt Mexiko. Oh mein Gott, Leute, Mexiko hat 4-2 gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Y para ti, los 100 Rubles. Eso es tu dinero. Alles klar, Leute, das war's. Mexiko hat Deutschland 4-2 geschlagen. Ich habe mich blamiert, aber was soll ich sagen? Ich war lange verletzt und ich werde wiederkommen. Lasst doch mal ein Abo und ein Like da. Und wir sehen uns nächstes Mal, Freunde. Ciao, ciao, ciao.